Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zu The Walking Dead. Los geht's! Bin schon echt gespannt, wie das Spiel so ist. Die Serie an sich ist super genial und falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, die müsst ihr euch reinziehen, denn die ist wirklich absoluter Knaller. Gibt sogar Comics dazu, die habe ich aber noch nicht gelesen, hatte ich aber sogar schon vor, die müsste ich mal suchen. Gucken, wo ich die finden kann. Okay, wir haben natürlich Episode 1 und 2 haben wir jetzt. Ich werde natürlich mit Episode 1 anfangen, dann 2 und dann werde ich noch alle weiteren Episoden durchzocken. Bis Episode 5 natürlich. Okay, dann mal los. Ich bin schon echt gespannt. Okay, Standard. More help from UI and feedback when you make important choices. Sollten wir vielleicht fürs erste Mal machen. Episode 1. A new day. Play. Oh, das ist schon sehr interessant. Telltale Games. Und natürlich, Leute, Ende der Woche startet natürlich Inversion. Hoffe, ihr freut euch schon darauf. Der Monat ist natürlich wieder ein bisschen trocken. Aber ich werde natürlich hier dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr alle aktuellen Spiele zocken. Wie Medal of Honor, Call of Duty, Assassin's Creed, Halo und noch viele, viele Spiele mehr. Wenn ihr euch unsicher seid, welche Spiele ich spiele, fragt mich einfach in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefällt, Leute, helft mir aus. Gebt diesem Video bitte einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr. Danke für uns, Paul. Well, I reckon you didn't do it then. Er denkt, dass wir es nicht getan haben. Why do you say that? Okay. Ich muss mich jetzt entscheiden, okay. Machen wir eins. Warum sagst du das? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Every time? Nehmen wir das. And what do you say? I say yep, I know you didn't. Okay, wir können uns jetzt hier umsehen. Grafik hat einen sehr coolen Stil. Mit der Comic-Stil. Ist das da YouTube? Oh mein Gott. Können wir ranzoomen? Nee. Können wir vielleicht irgendwie raus aus dem Auto? So you got an opinion. You're from Macon, then. Oh, ich hab's falsch ausgewählt. Egal. Atlanta to be a city cop in the 70s. I always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, my family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Hier bricht wahrscheinlich schon jeden Moment die Hölle los. Okay, wir können hier reingucken. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Wow, noch mehr Polizei. Unglaublich. Sure. Sagen wir sicher. Ich will es hören. Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. Could be I did, or she married the wrong guy. Wow, sogar Helikopter. Das ist echt schon die Hölle losgebrochen. Uns was angucken. Gucken wir was auf Radio. Seem important to you? All of it. But that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him.
crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 216. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Man, maybe he was innocent. Genau, vielleicht war er unschuldig. He was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Wow, that's krass. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. Watch out! Whoa! Scheiße! Wow, unglaublich, wir haben einen kompletten Zombie um den Haufen gefahren. Unglaublich, ich finde das sogar cool, dass wir noch was sagen konnten. Ich hab noch ganz schnell gesagt, pass auf. Oh meine Güte, die sitzen alle mit Blut verschmiert. Die sind da hinten schon ein Zombie. Oh, hoffentlich hat der Fahrer überlebt. Komm, mach die Augen auf, wir müssen raus hier. Oh, lass sie zumachen, Nickerchen, lass sie essen. Oh, shit. Ich muss wirklich sagen, ich mag die Grafik. Sehr schöner Comic-Stil. Oh, shit. Er hat's nicht geschafft. Okay, look at the shotgun. Er wurde getötet, auf jeden Fall. Ich denke, er wurde auf jeden Fall gebissen. Hoffentlich steht er nicht gleich auf. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here. Hm. Gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Vielleicht das Fenster? Ja, wir können es eintreten. Na komm, raus hier! Jawohl! Gut gemacht. I need to drag myself out that window. Alles klar. Look at the door, use the mouse wheel or number keys. I need to drag myself out that window. Alles klar, so können wir es beobachten. Gucken, was wir da machen. Und jetzt gehen wir raus. Schneid dich nicht am Glas! Scheint wohl so, als ob sein Bein gebrochen wäre. Oh Gott, was war das denn? Okay. Langsam aber sicher begeben wir uns mal zum Kopf. Gucken, ob er am Leben ist. Gott, was für eine Blutspur. Der wird komplett geschnetzelt. Können wir wenigstens die Shotgun aufheben? Können jetzt frei rumlaufen. The officer's shotgun is over. Ja, nehmen wir die am besten mal. Pick up. Ah, so mit dem Mausrad, alles klar. Hat er ja auch gesagt. Oh, vorsichtig. Looks empty. Scheiße, er ist schlecht. It'll be easier to carry with these cuffs off. Wir müssen irgendwie die Handschellen kaputt kriegen. Okay, hier haben wir sogar Munition für die Shotgun. Oh, die Schmerzen müssen furchtbar sein. Okay, hier haben wir schon mal Munition. Das ist ein Schuss, den wir für die Shotgun haben. Ich hoffe, der kombiniert das jetzt automatisch. Ja, das wissen wir ja schon. Okay. Irgendwie müssen wir das so hinkriegen, dass wir das Ding nachladen können. Okay, wie benutze ich mein Inventar? Das muss doch auch irgendwie gehen. Ich will nicht wirklich dem zu nahe kommen. Nicht, dass der gleich irgendwie aufsteht und mich total zerfetzt. Das wäre schlecht. Why would he have needed that? Tja, weil die Zombies los sind, schätze ich mal. Okay, ich muss mal kurz die Steuerung checken.
Aber irgendwie muss ich auf mein Inventar zugreifen. Wir haben Options. Dialog, Choose. Hm, vielleicht mal 3, 4. Gucken wir mal ein bisschen. Nee, hier nicht. Geht da nicht. Why would he have needed that? Hm, willst aber auch nicht aufheben. Gehen wir erstmal zum Kopf. Vielleicht kann ich aber auch... Nee. Why would he have needed that? Okay, dann gehen wir erstmal zu ihm. Officer? Ich ahne Schlimmes, sehr Schlimmes. Okay, der bewegt sich gar nicht mehr. Der steht auch nicht auf, wenn ich ihm zu nahe komme. Okay, ich muss irgendwie zusehen, dass ich die Handschellen abbekomme. Hier muss irgendwas noch in der Nähe sein, was ich übersehen habe. Ich könnte mir versuchen, mit der Shotgun die irgendwie aufzuschießen. Das wäre das einzig Realistische. Gucken wir mal, ob hier noch was um die Ecke ist oder so. Ah, hier können wir nicht weiter. Können wir mit ihm vielleicht noch was anfangen? Weil wir konnten ihn bisher nur beobachten. God damn. God damn. Ja, können wir. Alles klar. Da haben wir Schlüssel. Die nehmen wir schon mal. Okay, so machen wir uns mal die Handschellen auf. Perfekt. Die fallen gelassen. Lass dich bloß nicht beißen. Vorsichtig. Alles klar. Puh. Okay, machen wir offen. Okay, Handschellen sind offen. Perfekt. Officer. Wow! Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Oh, ich trete dir jetzt so in die Fresse, wenn du mir zu nahe kommst. Nimm die Shotgun, nimm die Shotgun! Get away from me. Shotgun, Shotgun, Shotgun. Wir haben es gerade aufgehoben. Oh, nicht gut. Lass du nicht fallen, der kommt immer näher. Schnell, schnell, schnell. Fuck, 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 fuck. Don't make me do this. Komm mir nicht zu nah. Ich muss aber leider. Bye, bye. Wow. Komplett den Kopf auseinandergefetzt. Blut überall. Okay, hier wären wir. Out of the frying pan. Erfolg freigeschaltet. Skin's all rotten and he smells like shit. He smells like shit. What the hell is this? Oh Mann. Verflucht nicht gut. Wie stehen wir auf? Gucken wir uns mal noch ein bisschen um. Hm. Hey! Are you dead? Natürlich ist er tot. Okay, mit ihm können wir nichts mehr anfangen. Wie zum Teufel stehen wir jetzt auf? Hm. Drück schon S, W, Leertaste. Hier muss noch irgendwas sein. Ja, hier war was. Irgendwo hier war was. Ha, da! Go get someone! There's been a shooting! Oh 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 oh, ich hab hier Geräusche gehört. Da nicht? Ich sollte da hinter dem Stein. Oder kommen die da hinterm Stein hervor? Oh shit! Mehr Untote. Aber was ist so, dass du hier rauskommst? Stolpert der auch nur über den. Gas, gib Gas! Auf wenn du humpeln kannst. Gerade das Problem ist, dass du beim Szenenwechsel immer ruckelt. Oh, Gas! Fällt er nochmal hin? Okay, ich muss kurz was ändern. Damit es während des dem Szenenwechsel nicht so ruckelt. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Oder gibt's das hier gar nicht? Ich brauche V-Sync. Hm. Müsste eigentlich mit diesen Einstellungen laufen. Naja, okay. Dann bleiben wir erstmal dabei. Oh, komm bloß weg hier.
Mein Gott, die sind komplett verortet.